Herzlich willkommen, Kapitäne, Kapitäne bei Welt auf Forsche. Wir wollen unsere Jütland ein bisschen weiterspielen. Und wie gesagt, bald kommen ja die Kapitäne, werden ja bald ein bisschen mehr überarbeitet. Die Kapitäne mit besonderen Fähigkeiten bekommen noch mehr Leben. Finde ich auf einer Seite ziemlich sehr geil. Bei anderen normalen 0-50 Kapitänen finde ich das schon ein bisschen bitter. Es ist schon, kann man sagen, eine Pflicht, Elite-Kapitäne mitzunehmen. Aber, ich glaube, nee. Nicht bei Fertigkeiten. Da werden die Klammer was rausgenommen, aber nicht die Skills. Naja, also kann man sagen, interessant. So, wie gesagt, Jütland habe ich schon knapp über die Hälfte schon. Danae ist langsam greifbarer. Ne, viel brauche ich eigentlich noch. Fast noch 95.000 EP noch. Okay. Das heißt, noch ein bisschen weiter spielen. Ich möchte die Jütlander ein bisschen noch genießen, bevor ich die Danae bekomme. Und wir sagen, let's do it mit die Danae. Und der Katz ist auch dabei mit seinem Rossenschlachtschiff. Tschut, tschut. Schlachtschiff? Ja, Didi. Aber ist er ein Kreuzer? Ist er genauso. Naja. Wir wollen ja ein bisschen DD-Action machen hier. Wow, kann man sagen, mit alliierten Schiffen gegen die Achsenmechs. Juhu! Tashkent war eigentlich ursprünglich ein italienischer Zerstörer. Hä? Das ist das Schöne. Ja. Stand irgendwo in so einem Wikileak oder was? Nee, ich habe ein bisschen selbst nachgegoogelt. Okay. Ja, die wurde damals von den netten Italienern gebaut. Die hat das dann. Die haben die an den Russen verkauft? Ja. Okay. Ja, Kager. Ja, guck mal, kein Radarschiff. Juhu, aber zwei Gandidis. Ja. Wow. Aber ein Linz dabei. Juhu. Ja, wir müssen leider uns C kümmern. Das Problem ist, wir müssen um C rumfahren. Battleship Warspite. Okay, wir tun den Captain blockieren. Finde ich schon nicht, kann man sagen, nicht schlecht, aber sonst. Ich möchte lieber die Sonne, die scheiß Kette beobachten, dann kann man, wenn die alle hinter der Insel rumtümpeln, kann man sie halbwegs mit Torps verarbeiten. Was ist eigentlich deine Torpedoreichweite überhaupt? 8 Kilometer. Und dein Tarnwert? 8,2. Ich hab das Dings mit rein, also Modul mit rein. Ne? Sonst wäre ich bei 9,1. Das ist noch ekliger. Ich überlege aber, das Modul wieder rauszunehmen und dafür ein anderes reinzunehmen. Und das wäre? Entweder. Ah, Krampf im Fuß. Krampf im Fuß? Ja. Oh, das ist eklig. Das ist wirklich eklig. Besonders wenn der Krampf mitten in der Fußsohle ist. Oh, das tut richtig weh. Hohoho. Das ist schon abartig schon. Wie gesagt, meine Strategie ist lieber, um die Insel hier rumzufahren, um hier zu spawnen. Okay, wir tun den Cap blockieren, ist aber auch nicht schlecht. Mein persönlich, die sollen den scheiß Cap holen. Weil das Rumgecampen in diese scheiß Ecke ist immer nicht so schön. Ich fahre lieber um die Insel rum, tue ich die aufspotten und dann kann man die schön machen. Deswegen. Lieben, die sollen den Chess Cap bekommen und das war's. Das ist mir Schnuppe. Weil ich möchte lieber, wenn die da hinter der Insel sind, kann ich wenigstens spotten. Und in irgendeiner Schiff fahren, kann den Cap reinfahren und nur blockieren. Weil du in Russenkahn fährst, kannst du nur rumballern. Das ist auch schön, nett und schön, aber wir brauchen auch einen Zerstörer, was gute Tarnwert dann irgendwo was mit Torpedos arbeiten kann. Sturm. Okay, ich habe jetzt einfach gute Tarnwert. Da kann ich mit Torps arbeiten. Ja. Geht's langsam wieder? Ja, ich meine mit dem Sturm, ich hasse es. Weil ich bin sofort offen. Wenn es wieder bei den 8 Kilometern ist. Warte mal, ich bin bei. 5,7 geht ja noch. 3 Kilometer Toleranz. Ich bin weg. Ah, Megabus aktiviert. Ah, raus, Gas. Hydro.
Ich mach mal Großfächer mal. Mach das. Wir sind bei anscheinend alle beide hier. Hat er das Ding Hydro dabei oder nicht? Das weiß ich leider persönlich nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht. Es hat aber Nachladebooster. Ja, das weiß ich auch. Ja, das ist schon ganz schön ausgefahren. Wenn er noch nebenbei noch Leben geskillt hätte noch. Great. Ja, mein Schusspunkt. Ach, guck mal, was kommt da denn? Marco Polo gleich getroffen, die sind gleich abgefackelt. Nett. Also wenn die Schlachtschiffe nicht dabei wären, oder wenn die Prime AFK wären, würden wir wahrscheinlich die F6 bestimmt killen, oder? Ja. Aber keine Sorge, mein Hydro läuft noch. Wir machen was Sinnvolles für Vitonio für uns Team spotten. Ach du Schande. Ah, Hilfe. Lightning. Enemy ship is inside. Ich tue das noch. Rede. Antrieb raus. Alter, wo gehen meine Seiten hin? Komm, der muss raus. Ah, der lebt immer noch. Verdammt! Der Schläge ist zu viel, ich treffe ihn. Ja. Der ist auch schon viel zu weit entfernt. Ah, verdammt! Aber wir hätten fast ihn rausgekriegt. Ich habe ihn nochmal getroffen, aber leider nicht. Ja, aber die Zerstörer tun mir richtig schon richtig ärgern. Das ist schon mal ganz ein Vorteil. Das ist das Beste, was wir gerade machen können. Mein Hydro läuft gleich aus. Oh nee, jetzt ist der Fuß. Ja, fängt der Sturm an. Oh, shit. Aber für uns ist das gut eigentlich. Dann können wir die Zerstörer. Nein! Na 8-2 hat Detection Range. Ich bin auf meine Reichweite hingewiesen. Ja, aber es ist stumm, geht ja wieder. LOL! Yep. Ja.
Kommst du mit mir die F6 zu? Ach du Scheiße, die F6 ist ja noch voll live. Wir müssen jetzt mal die Jambat mal ein bisschen unterstützen. Ich habe einen Wenn-Radius des Teufels, aber ich kann es. Weil wenn die. Wir werden anscheinend durch die beiden Insel gleich durchfahren. Weil die wollen jetzt die Situation jetzt richtig ausnutzen. Also den Schlachtschiff könnte ich eventuell gleich wegtorpen. Ja, schon Bart nicht. Schon Bart steht sich gut an, eigentlich. Für die ZF6. Bleib mir das mal. Ah, okay, der kommt wie ein Jabbar zu killen. Wie viel HP hat denn noch die Veneto? Die ist fast tot. Ach, oh. Ach, du bist so viel zu weit entfernt. Ja, auch 43 Knoten sind nur 43 Knoten. Ja, ich weiß. Ich mach jetzt mal ein paar Meter, ein paar Tops. Wo ich hier schieße, mit dem jetzt drauf? Ja. Ich glaube mal nicht, dass die Venion für das übersteht, oder? Echt mit meiner. Ich hab einfach Pi mit Opa, aber bleibt da hier hingetorben. Die anderen Tops hätten wahrscheinlich auch noch den getroffen. So, jetzt müssen wir den Scheißding jetzt hier wegjubeln. Ich bin offen, das heißt, der ist rausgefahren. Okay. Ja, das auch. Ich habe Antrieb ausgeschossen. Ah, die habe ich besorgt. Ach, schön. Ah, geschafft. Gute Arbeit. So, lass uns langsam mal die Mitte holen. Oh ja, der andere DD ist auch weg. Nice. Okay, wir haben jetzt müssen wir den Vorteil aussuchen. Jetzt müssen wir Richtung Cap holen. Jambat kann den Union richtig schön hardcore moppen. CV, du musst mal langsam mal wegbewegen. Sonst bist du gleich Opfer. Beschwerst du, weil du so lahm bist? Bist du doppelt so schnell wie ich. Jetzt habe ich auch wieder Motorboost. Jetzt komme ich wieder auf die 48 Knoten. Jetzt bringt die Jambat wird hardcore Gang genommen. Du bist doch schneller als gedacht. Ich hänge dich nicht so schnell ab, wie ich dachte. Ich fahr knapp 36 fast. Ui. Das Problem ist, die Jambat wird gleich Dings hier reinpreschen. Das kann sie ruhig. Oh, schön, CV da. CV kommt. Flak an. Da, scheiße. Aber dafür kommt die Jambat. Das kann sie ruhig. Ich hab Torpedos ready. Ich habe auch die Einzelwerfer auch noch. Die Truhe läuft ja noch. Fahren wir ein bisschen langsamer. Der hat bestimmt High gleich durchgeladen. Und wir müssen wahrscheinlich gleich Real Booster noch aktivieren. Nein, ich nehme den CV-Torp mit. Echt jetzt? Richtig reingelegt. Naja, das war eine spaßige Runde. Scheiße, ich muss aus dem Nebenkurs fahren.
Oh. Hui. Was hat denn unsere Bismarck gemacht, die Kopfläuf? Keine Ahnung. Kommt jetzt schon wieder. Okay, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Unser Dings ist tot. Scheiße. Oh, ich hab... Schön. Ich hab blind über hingeschossen schon wieder. Ja, du triffst aber irgendwie. Ja, das glaube ich auch gerade. Au, Alter! Ja, war klar. Ich muss mich auch rausnehmen. Aua, aua, aua. Ich muss jetzt mal gerade mal flüchten. Mach das. Aber die müssen mich ja genau auf gut Deutsch rausnehmen, ja. Ah, die Gebeine wieder nehmen. Oh. Ich habe eine gute Detection auch. Also okay, Akizuki kümmert sich um die Kaga, das ist auch nicht schlecht. Die Frage ist nur noch, wie lange. Und warum? Ja, Akizuki hat noch 4000 HP. Wenn die Kaga jetzt richtig anfliegt, also guten Anflug macht, ist die Akizuki weg. Aber ja, das dürft ihr schaffen. Unser Bismarck stirbt noch. Ich glaube, du solltest wieder blind reintorben. Da triffst du. Ah, da bin ich auch wieder rum. Hab ich was? Nö. Nö. Naja, schade. Das war eigentlich so klar. Ja, was ich kann nichts machen gegen solche Schiffe. Ja, unser Bismarck hat sich komplett sich geopfert, aber richtig. Ich war nicht besser. Ich habe aber auch das No-Go für die russischen Zerstörer nicht beachtet. Caps sind da tot. Ich glaube, die Richelieu findet die schöne Lücke. Ja. Nee. Great. どうしようか. Oh, Fliege abgeschossen, weiter geht's. こんな感じでいいかしら. Eieiei, ich hab überhaupt keine Leben mehr. Ja, der will bestimmt eine Lücke fahren. Ich dachte, der will stumpf weiter geradeaus fahren, aber macht er nicht. Ja, die Runde kriegen wir nicht hin. Ja, du, ich hab gesagt, warte einfach. Du bist viel zu aggressiv reingeprescht. Das darfst du eigentlich nicht.
Na scheiße. Drop surfen nicht. Doch! Ah ja doch. Ein Treffer. Ja, das reicht nicht. Nee. Ich glaube, der zweite wäre besser. Unser CV ist aber auch einfach nur doof stehen geblieben. Das ist. Ja, ich weiß nicht, was unser Bismarck getrieben hat. Das war einfach komplett useless. Voll live, einfach sich weggeschmissen. Das geht eigentlich auch nicht. Ist eigentlich grund auch ein No-Go eigentlich. Ja, wenn du ein bisschen gewartet hättest, dann hätten wir den richtig schon zusammen rausjudeln können. Na, nee. Doch. Hättest du einfach ein bisschen warten müssen. Deswegen. Du hast im Grunde hast du dich selber rausgeschossen aus der Runde. Da gehe ich dir schon recht, aber ja. Das habe ich eigentlich auch schon, als ich in Cap gefahren bin. Ja. Die Russen sind für Caps nicht gemacht. Nee, du hättest einfach hinter ihnen so warten müssen. Deswegen. Und das hat der Grunde ausgenutzt. Deswegen, ja, weil Jambat hat Reload Booster, das war mir am Anfang schon klar. Deswegen. Der hat aber nicht mit dem Reload Booster geschossen. Der hat den Reload Booster nicht rausgekriegt. Das weißt du doch noch nicht mal, ob das den Ray hat oder nicht. Deswegen. Der hat den da nicht rausgekriegt. Weil der hat geschossen. Und da, wo er gleich danach geschossen hat, war er schon mit der Spitze hinter der Insel. Also. Naja, wie gesagt, hätten wir beide einfach hinter der Insel warten müssen. No. Deswegen hätten wir warten müssen, Jambat, wenn er hinter der Insel gewartet hätte. Mit meinen Einzeltops rausgeschossen und dann die Richieu nebenbei. Da hätten wir wahrscheinlich die Runde noch gewonnen. Aber naja, wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und bis das nächste Mal. Tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben.